Eins kommen wir vielleicht wieder raus. Es bleibt nicht mehr viel Zeit.
Ich hoffe, du hast es genossen. Wow, nicht schlecht. Ach, leck mich! Weißt du, wer wir sind? Ihr selbstmörderischen Idioten habt uns gerammt. Ganz ruhig. Dead Echo, ihr dämlichen Penner seid ausgeflippt und habt 10.000 Männer, Frauen und Kinder umgebracht. 10.000 Unschuldige. Hast du gehört, Ishii? 5.000 mehr als beim letzten Mal. Was sollte das überhaupt? Ihr wart total unterlegen. Warum habt ihr keinen Warpsprung gemacht? Wir hatten keine Wahl. Bei dem Kopfgeld auf uns mussten wir die Ulysses ausschalten, bevor... Hey! Ganz ruhig. Lass uns reden. Ah! Oh, wird er abgeholt. Wirst du uns helfen? Hey, lass den Scheiß. Wir wollen doch nur von diesem Felsen runter. Es ist viel zu gefährlich für dich allein, Schwester. Wir bringen dich zum Evakuierungspunkt. Du bringst uns hier weg. Ist doch fair. Ja.
Aber wenn ihr mich nochmal anrührt, seid ihr tot! Los geht's. Hey, beruhig dich wieder. Klar, wir können ja nicht trauen, aber wir brauchen sie lebend. Ich traue keinem von euch und ich werde jeden von euch abknallen, wenn ihr mich hintergeht. Es tut mir leid. Okay, prima. Verschwinden wir. In Ordnung. Was für ein Scheiß. Ladies first. Ah, fuck. Was für ein kranker Irrer macht denn sowas? Creeps und Skulls sind im Krieg. Skulls? Menschliche Gang. Dämliche Tribal-Tattoos und fehlende Fantasie. Es gibt nichts mehr zu essen, also halten die Skulls die Creeps wie Vieh. Creeps wollen sich rächen und massakrieren alle Menschen, die sie finden. Sie sind voll dabei. Ist doch gar nicht schlecht. Dann konzentrieren Sie sich wenigstens nicht auf uns. Das werden Sie noch. Der einzige Ausweg führt da durch. Schlag. Thank you.
Okay, also gut. Ich behalte die Kleine nah bei mir und pass auf sie auf. Super, bevor du und Cranky der japanische Robotermann aufgetaucht seid. Sein Name ist Ishii. Auch gut. Ich bin Trishka. Ich bin Grayson Hunt. Ich wurde ausgebildet, um nicht zu werden wie du. Führt durch diese Räder. Toll, ja, na los. Thank you.
ist ein ganz schöner Lärm. Was machen wir jetzt? Du Schwachkopf! Das ist ein magnetodynamischer Generator. Die Stromstärke der Spule könnte den ganzen Damm zerfetzen. Ich hab's doch hinbekommen. Na los! Die Rotoren lösen sich. Platt und wir sind geliefert. Beim ersten hat es doch auch wunderbar funktioniert. Dämliches! Dämliches! Bewegung, beweg dich! Du kannst dich später beschweren, dass ich dich gerettet habe. Schmerzen. Yep. Aber einem Genie wie dir beim Problemlösen zuzusehen, ist echt erhellend. Jedem Sarkasmus steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit. Ich habe die Hälfte der Zeit hier im Wasser verbracht. Stinkst trotzdem wie Müll in der Sonne. Was für ein Zufall, so heißt Ishis Aftershave. Ein Teammitglied ist abgestürzt. Finden wir ihn, bekommen wir ein Rettungsschiff. Die Creeps haben meine Peitsche, hatte seine Position darin gespeichert. Rauf auf die Brücke, dann finden wir seine Kapsel vielleicht. Warum flüsterst du? Die Berichte über diesen Ort sprechen von der verbotenen Zone. Kannst du mir folgen? Ah, ein gefährlicher Ort.
Eine Möglichkeit, darüber zu kommen? Ja, glaub schon. Los geht's. Willst du durch das Gebäude durch? Oder es vielleicht zerstören? Offizielle Stellen bezeichnen diese Unannehmlichkeit als verstanden. Zerstörung der einzige Weg. Wenn du meinst. Ich schätze, mordende Mutationen haben sie in der Broschüre für diese Urlaubshölle nicht erwähnt. Venus Menschenfresser. Ihre Laute verraten ihre Standorte. Die Flora hier ist mutiert, ein Großteil ist verbindungsfähig. Bei meinem ersten Trip wurde die Hälfte meines Squads gefressen. Ugh!
Gefühl, diese Skulls-Bastarde folgen uns. Wir sind nicht ihr Ziel. Sie wollen zu dieser abgestürzten Kapsel. Serrano ist da drin. Wir müssen zuerst dort sein und den General beschützen. Den General beschützen? Widerspricht das etwa deinen wahren Motiven? Ich hab gesagt, ich bring dich hier weg und... Hey! Unser Häschen ist weg. Da. Wenn du nicht kooperierst, habe ich keinen Grund, dich leben zu lassen. Verdammt! Lass sie runter! Hör mir genau zu. Du tust, was ich sage. Beim nächsten Verrat breche ich dir das Genick. Toller Freund. Früher war er das. Aber er hat dem Falschen vertraut. Willkommen im Park. Das ist blockiert. Ich sehe keine Alternative. Was ist mit dir, Trishka? Jeder Affe würde das erkennen. Tja, dann hilf uns mal, Äffchen. Ich fühle mich momentan nicht besonders mildtätig. Finde es in den nächsten 15 Sekunden raus und hey, du hast einen Wunsch frei. Na, das wirst du noch bereuen. Schön. Also, wie ist dein Wunsch? Du verzeihst, Ishii. Er ist kein schlechter Kerl. Er hat nur eine schwere Zeit hinter sich. Er hat das nicht. Okay, ich versuch's. Was denkst du, ist hier passiert? Solarstrahlung überschwemmte den Ort. Sie haben versucht, die Touristen wegzubringen, aber... Banshees! Ich höre sie. Look at this!
das ist ein konfigurierter Megalader der Dino-Klasse. Schieß auf den Rucksack! Mehr musst du nicht sagen! Dunkelheit, ich komme. Ich hoffe, du bist bereit für mich. Merkwürdige biologische Zusammensetzung. Du Idiot! Halt dich davon fern! Was zur Hölle ist das denn? Ich mach dich kalt! Du griecherische Konföderationsschnutte! Was zur Hölle ist mit euch los? Beruhigt euch, verdammt! Die Psychotropen, Dissoziativa in diesen Dingern, verursachen aggressive Halluzinationen. Eine Anti-Friedenspfeife also? Ja. In Affensprache, ja. Selbst der größte Mist hat einen Nutzen. Deshalb haben wir ja auch dich dabei. Ich übernehme die Spitze. Ich öffne das Tor. Geschafft. Hey, komm hier rauf! Ich brauche Hilfe! Nicht gut. Easy!
Dein Kumpel ist der Nachtisch. Wir müssen weiter. Wir gehen erst, wenn ich eine Leiche sehe. Wenn du hier bleibst, wirst du zwei Leichen sehen. Du willst also ganz allein daraus? Wie du willst, Schwester. Aber ich... Meine Peitsche empfängt was. Ha. Dieser ausgekochte Metallbastard sendet uns ein Signal. Verdammt, er ist unter der Erde und bewegt sich ziemlich schnell. Die Pflanze bringt ihn wohl in ihr Nest. Jetzt ist die Kleine also plötzlich auch noch Botanikerin. Bist du dir sicher, dass deine Kanone groß genug ist? Die Größe ist nicht entscheidend. Doch nur auf die Technik an. Na, ja, glaub das ruhig. Komm in die Gänge. Ishi hat nicht mehr viel Zeit. Ishi bewegt sich nicht mehr. Sich nicht rühren ist genau das, was tote Leute tun. Danke für den Optimismus. Du bist wirklich mitfühlend. Sieht aus, als wäre das hier unten der Privatgarten der Hölle. Sich nicht rühren ist genau das, was tote Leute tun. Danke für den Optimismus. Du bist wirklich mitfühlend. Sieht aus, als wäre das hier unten der Privatgarten der Hölle.